Aber jetzt erzähl mal, warum der Roller nicht läuft. Eigentlich läuft, Digga. Ist jetzt der Kolben fest? Kannst du vorher laufen? Digga, wie viele Leute sind jetzt hier, Alter? Kommt da wer? Ich seh's nicht. Ich kann nicht ausweichen. Wie ist heute aber schon der ganz schön Motorradbetrieb unterwegs hier an diesem wunderschönen Mittwoch? Ich glaube wohl. Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin heute mal wieder auf der Simson unterwegs und heute habe ich wieder einen Gast dabei, der diesmal hinten drauf ist, weil seine Rolle mal noch nicht läuft. Und zwar Piaggio Roller Gang. Und ja, wir fahren jetzt mal ganz entspannt so nach Meckes. Ja, die Silbe muss gerade schwer kämpfen gegen zwei Fahrer quasi. Was ist das denn für ein Riesending, Alter? Der Peugeot City Star. Ich glaube, das war ein Peugeot City Star. Und ja, wir fahren wieder ganz entspannt nach Meckes. Oh, schönes Naked. Ja, okay, why not? Und ja, Piaggio Roller Gang ist Roller auf der immer noch nicht, weil erzählt er euch nachher mal. Wenn wir bei Meckes auf dem Parkplatz sind am besten. Weil wir haben ja keinen Sehner, also kann er gerade nicht reden. Aber ja, mal schauen. Ich habe jetzt noch ein bisschen was an den GoPro-Farben umgestellt. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Boah, ich merke Piaggio Roller Gang eigentlich gar nicht. Ich sehe ihn nur. Ampel ist rot. Oh. Meine Premium-Vorderbremse, ich habe die eigentlich gewechselt. Also neue Bremsbacken reingeklatscht. Aber die bremst immer noch voll kacke. Also das ist Vollbremsung. Nee. Boah, eine Simson kommt zu zweit auch echt nicht aus dem Arsch. Also zu zweit haben wir so, oh, fahr ich ohne Licht? Zu zweit haben wir so, ich schätze mal, Glückwunsch. Da muss man ausrechnen. 70 plus 80, ja, so 150 Kilo. Und da muss das Moped aus Sud auf jeden Fall schwer ankämpfen. Ach, und mir ist erstmal letztens so eine Sicherung durchgebrannt. Da habe ich die getauscht, weil die Blinker nämlich nicht ging. Und jetzt ging erst das normale Feuerlicht nicht. Und dann bin ich jetzt erst irgendwie einen Tag oder so nur mit Fernlicht rumgefahren. Weil das ja bei der Sitzung keinen großen Unterschied macht. Und jetzt geht das irgendwie auch nicht. Oder warte, ich stelle mal kurz auf ohne Licht, mit Licht. Nö. Nachgefühlt 3 Jahren sind wir auch endlich mal da. Oh, da kommt auch noch wer. Oh, was ist denn da los, Alter? Parken wir mal hier auf ganz entspannt. Ups. Oh, wieso geht mein Feuerlicht nicht? Jo, ja. Kannst du mir das mal erklären, Piaggio Roller Gang? Aber jetzt erzähl mal, warum der Roller nicht läuft. Eigentlich läuft, Digga. Kein Spaß. Hey Leute, ich hab's gehört, der Roller läuft nicht, weil... Der springt nicht an und jetzt habe ich ihn in die Werkstatt gebracht. Ja, da ist er jetzt. Na, okay. Ja, okay, dann würde ich sagen, ab nach Meckes, ne? Jo, guck mal. Leute, komisch ist, ich habe gerade die Simme nur angemacht und dann wollte ich gucken, ob das Licht geht, und dann habe ich die kurz wieder ausgemacht. Und jetzt will ich treten. Sitzt der Kolben fest? Ich weiß halt wirklich nicht. Ich kann nicht treten. Ach bitte, der Kolben sitzt nicht fest. Das hat sich gerade irgendwie sehr komisch angehört. Das Gute ist aber, die hat dann, wenn dann, den Fresser nur im Standgas bekommen. Das heißt, im Standgas ist dann wenigstens nichts abgebrochen. Oder warte, wir... Jo. Los. Oder ist ein Gang reingerutscht? Oder kann. Oh, da. Junge, Alter, da war nur ein Gang reingesprungen.
Aber trotzdem hört sich der Motor jetzt irgendwie komisch an. Ich glaube, ich nehme aus Sicherheit gleich mal kurz den Kopf ab. Auch manche ärgern mich aber jetzt gerade voll, dass ich das eben nicht gefilmt habe, weil ich dachte eigentlich, ich filme und dann wollte ich die ankicken. Und dann habe ich halt nur einmal kurz die Zündung ausgestellt, weil ich halt gucken wollte, ob das Licht geht. Und das ging irgendwie nicht. Und dann habe ich es wieder angemacht. Und der Motor hat dann irgendwie so komisch vibriert oder so, aber das war nur, weil irgendwie ein Gang oder so reingesprungen ist. Warum auch immer. Aber ja, das war auf jeden Fall der Grund, hoffe ich. Aber wie gesagt, ich nehme mir mal kurz den Zylinderkopf ab und schaue mir mal den Zylinder-Innenraum an. Nur ich habe halt keinen Newtonmeter-Schlüssel, deswegen muss ich die Schrauben nach Gefühl anziehen. Ja, 7 Newtonmeter nach Gefühl anziehen. Ja. In der Tat. Ja, wieder reindrehen, aber ich habe ein gutes Zeichen, warte. Wo sieht man das denn am besten? Hier sieht man das. Ich kann deine Drehen auch schneller, Darko. Das heißt einfach, ich habe keinen Fresser. Und ich kann halbwegs beruhigt weiterfahren. Und ja, das heißt, ich baue den Kolben wieder drauf und ja, dann fahre ich halt weiter. Leute, schaut mal hier. Die Schraube, die Mutter, die war da so fest drauf. Ich musste jetzt mit der Zange hier abmachen, weil die einfach nicht runtergeht. Und ich mache jetzt so das ganze Gewinde mit kaputt. Warte, guck mal hier. So, ich habe die Sachen jetzt wieder festgezogen. Ist es zwar nicht genau 7 Newtonmeter, ich habe es jetzt so nach Gefühl gemacht. Aber ich muss halt hier Pierre Jorge nach Hause bringen. Und ja, werde ich auf jeden Fall jetzt bald mir erstmal neue Stehbolzen bestellen. Aber es ist aber gut, dass nichts gefressen hat oder ähnliches. Aber mit dem Licht ist aber echt scheiße, dass es nicht mehr geht. Ja, egal Leute, dann werde ich morgen mal mit Fahrrad zur Arbeit fahren müssen, dass das Licht nicht mehr geht. Egal, gibt's Schlimmeres. Nein, die Auspuff hat sich gelockert, nein! Nein, der Auspuff hat sich gelockert! Der Auspuff hat sich gelockert! Kannst du von ihr laufen? Ob du von ihr laufen kannst? Ja, gut, der Auspuff hat sich gelockert, das heißt, ich muss... Oder warte mal. Ist der so locker? Hä? Och nein, man muss jetzt nach Hause schieben. Ja. Och nein. Ja, ne, aber hier fahre ich nicht lang. Dann fahre ich da vorne in die Nebenstraße und dann gebe ich Gas. Ja, okay, Darko. Hau rein. Der Leute, wer sein Moped liebt, der schiebt. Und jetzt sind auch die Schranken runter. Ach geil, Leute, ey. Mann, Mann, Mann. Ne, irgendwas stimmt da nicht. Das ist nicht der Auspuff. Oh mein Gott, Leute. Sieht man das? Ne, der Kopf sitzt nicht richtig drauf. Ich konnte gerade die Explosion im Zylinder sehen. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ist einfach sehr angenehm, Leute. Ja gut, Leute, melde ich mich nächstes Mal wieder, wenn ich den Schaden behoben habe. Und ja, würde ich sagen,
bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.